Was hatte das denn jetzt für den Rundfunk, der praktisch eine Waffe der NS-Propaganda wurde, für eine Rolle? Haben Sie gemerkt, in dem Moment, als Hitler da die Macht hatte, jetzt wird der Rundfunk durchgefegt, ja, stromlinienmäßig eingerichtet und richtig auch technisch, strukturell und personell umgerüstet, ja, aufgerüstet? Ja, all die Vorbehalte, die man vorher gegen den neutralen oder für den neutralen Rundfunk hatte, die wurden ja beiseite gelegt. Es wurden jetzt Verlautbarungen eben der Partei, die wurden eben Inhalt des Programms, nicht? Und bei den Wahlen wurde eben das Mikrofon freigegeben, was vorher nicht der Fall war. Ich halte es für notwendig und gut, auch in einer Demokratie, dass man den Rundfunk, genau wie das Fernsehen, auch bei Wahlen durchaus einschaltet, aber dann eben auf einer demokratischen Grundlage auch. Aber hier verzerrte sich das ja alles, nachdem das alles den Nazis überlassen war, sodass das in einer einseitigen, bevormundeten Form auf das Volk einwirkte. War das im Rundfunk so eine Art Gleichschaltungskahlschlag oder vollzog sich das so in Etappen etwas langsamer? Je nachdem, in welchem Bezirk es war. Ich glaube, dass sich es im Westen und Süden langsamer vollzogen hat als im Osten. Da griff das schneller ein und wirkte sofort, nicht? Vielleicht von Schlesien abgesehen, da könnte ich es mir zum Teil anders denken. Aber soweit ich das in Erinnerung habe, glaube ich, ist die Durchsetzung eben stärker vom Osten her vor sich gegangen, als das im Westen mit einem größeren Bedacht und langsamer geschah. Zumal eben viele der neu eingetretenen Mitarbeiter zunächst mit einigen Ausnahmen gewöhnlich von der Handhabung des Rundfunks nicht die geringste Ahnung hatten. Und dadurch hat sich das natürlich verschoben.